Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hausflipper 2. Ja, beim letzten Mal haben wir ja uns mit diesen beiden oder beziehungsweise zweieinhalb Räumchen auseinandergesetzt, ja. Wir sollen ja hier die ganze obere Etage neu gestalten und dann lerne ich ja, Gott sei Dank, nebenbei auch, sollen wir das verkaufen? Ja, Wände einreißen und aufbauen und so weiter und so fort, finde ich ja sehr gut, weil das ist ja das, was uns quasi im Haus noch fehlt. Oder warte mal, warum war es hier? Nee, der Lichtschalter war es nicht. Was ist denn hier noch? Verkaufen, eine Lampe. Okay, das kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, räumen wir hier mal ein bisschen den Müll weg. Müll bist du auch nicht, okay. Hier ist noch Müll. Oh, Moment. Ja, okay. Dürfen wir nur nachher am Ende nicht vergessen, ne? Dass wir den Müll ja auch entsorgen. No? So, jetzt machen wir das dritte Zimmer. Der hat sich ja drei Schlafzimmer hier gewünscht. Der gute Mann. Ich glaube, mit Müll sind wir soweit durch. Ja. Na, warte mal, wir... Nein. Ich will erstmal hier saugen. Erstmal den Kram hier erledigen. Ja, dann machen wir noch ein bisschen sauber. Das müssen wir noch machen. Aber ich könnte ja mal sprühen, ne? Dann geht's schneller. Aber irgendwie tue ich mich mit diesem Sprühen doch ein bisschen schwerer als gedacht. Ja. Okay. Hier, oh, nee, doch, ich dachte, ich müsste eventuell durchsaugen. Ja, mit Sprühen geht es natürlich deutlich schneller sauber, ne? Das ist klar. So, hier haben wir noch Flecken. Ah, ja, okay. Hm. Oh, Taschenlampe. Nee, die möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich gern die Tür hier schließen. Dankeschön. So, dann haben wir noch 10 Flecken. Ach, du lieber Himmel. Wo ist auch? Ja, hier oben. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Kriegen wir hin. Wo sind noch Flecken? Ja, die Fenster. Oh, da oben. Die Fenster, das verstehe ich. Ah ja, guck mal hier. Bis zu einem Fleck. Ja, und wo ist jetzt hier noch ein Fleck? Ach, da. Okay. Dann machen wir die Fenster gleich noch sauber. Dann ist das Saubermachen schon erledigt. Geht da ruckzuck hier, oder? Ach ja, wäre schon schön, wenn das immer so wäre. Aber ich frage mich, warum die vier Fenster dreckig sind und das Fenster hier an der Seite nicht. Naja, egal. So, wir sollen Wände einreißen. Da vermute ich mal diese hier. Jawohl. Bäm. Zack. Und zack. Auch erledigt. Haben wir gleich wieder Dreck gemacht. Okay. Dann sollen wir Oberflächen, wieder die Böden. Warte mal, die hatte ich ja hier rausgestellt. Dann nehmen wir mal den, der schon fast leer ist, ne? Kommst du doch recht weit mit den Paneelen, ne? Ich meine, er hat ja auch gesagt, er hat uns welche gekauft. Oder hat schon so ein bisschen was angefangen zu machen. Aber nun gut. Aufgebraucht. Der Karton ist leer. Dann nehmen wir den. So, dann ist das alles im einheitlichen Look hier. So wollte er das. Dann ist das doch auch in Ordnung. So, dann packen wir das da wieder rein. Und welche Oberflächen? Okay, wieder Farbe blau leuchtend. Ist das die gleiche? Nee, ist eine andere Farbe. Uff. Und Weiß-Grau-Stufe bleibt. Was soll denn das mit diesem Koffer da? Was soll mir denn hier für ein... Aber hier ist... Soll vielleicht in so einen Schrank rein denn oder so, wa? Hm. Okay, warte mal. Kommt hier ein Schreibtisch rein? Nö. Offensichtlich nicht. Aber hier kommt so eine Kommode rein. Hm. Tja, dann ist ja so die Frage.
Dann machen wir erstmal den oberen Bereich hier. Mal wieder diese Unschlüssigkeit. Ich denke mal, da werde ich das Bett beim Fensterbereich hinstellen. Und da vielleicht, sag mal, so einen blauen Streifen machen, wo das Bett hinkommt. Wa? Könnte ganz nützlich sein. So. Ist gar nicht so einfach hier, wenn man mal mit der Tastatur kämpft. So. Aber ich finde das mit der Maus zu streichen tatsächlich angenehmer als mit diesen Tasten. Ne? So, haben wir das. Das ist okay. Dann würde ich sagen, ja, geht's mal los. Dann ziehen wir hier den Bereich bis ganz runter. Und dann fangen wir hier an. Ich finde so, die Fensterfront sollte mal möglichst hell sein. Aber gut. Ich weiß gar nicht, wie das in der Realität ist. Da gibt es doch so Empfehlungen. Kann natürlich sein, dass tatsächlich die Empfehlung ist, ich weiß es nicht mehr, die Fensterfront in dunkel zu machen. Weil das ja eh ein heller Bereich ist, ne? Das bin ich schon wieder an der Tastatur. Okay, das haben wir. Dann haben wir jetzt mal wieder einen Vorteilspunkt im Streichen sicherlich. Und jetzt können wir ja unseren Roller vergrößern. Haben wir noch irgendwo Punkte? Nö. Ich vergesse das ja ganz gerne. So, ach so, jetzt kann ich da die Größe ändern. Alles klar. Nee, das brauche ich jetzt hier in dem Fall allerdings nicht. Oh. Aufheben. Einmal neu. Nee, nur bis dahin reicht mir schon. Hallo? Das finde ich manchmal ganz schön kompliziert hier. Okay, ist aber in Ordnung. So. Dann machen wir die Fensterleibung noch und dann ist das schön. Ja, oder wir machen hier die ganze Wand in diesem dunklen Blau. Das würde natürlich auch gehen, ne? Ne, warte mal. Wir fangen mal hier unten in der Ecke an. Und dann möchte ich gern mal... Hui, ja. Zack. Oh ja. Oh ja. Heiligs Blechle. Das funktioniert gut, würde ich sagen. Ne, warte mal. Nein. Einmal von da nach da. Kann ich bitte mal... Ach so. Kann ich ja denn nur da ansetzen? Ich verstehe. Keine Farbe mehr. Okay, das kriegen wir hin. Das ist doch mal genial, oder? Nee, ich möchte gern dort oben nach dort ganz unten. Und dann geht's los. Oh, das ist natürlich... Das macht die Sache doch deutlich angenehmer. Ich glaube, es ist auch für uns im Haus, denn später mal. Ach so, hier muss ich jetzt die Größe wieder anpassen. Na, nein, hallo. Bleiben Sie klein. Ich verstehe. Also, wenn wir das Haus denn mal oder unser eigenes Haus denn mal streichen, ist das natürlich eine nette Geschichte, ne? So, erstmal den Farbrand, den können wir ja mit der kleinen Rolle machen. Und dann geht's los. Bam. Hallo? Ja, das ist gut. Sehr gut. So, dann machen wir die gleich mal wieder klein, packen die weg. Und dann können wir, glaube ich, unsere Farben auch ja, verkaufen. Ne? Hier ist ja schon gestrichen gewesen. Ne? Ja. Tapeten weg. Das auch alles weg. So, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Ordnung, ne? So, Quests. Wir sollen kaufen ein Doppelbett. So. Könnte klappen. Einen Nachtschrank oder zwei? Gucken wir mal. Einen. Okay. Ja, dann macht das natürlich Sinn, wenn wir das Bett hier vielleicht
so ein bisschen rüberschieben. Nicht ganz an die Wand. Aber dann würde ich es so machen. Weil das ist schon ein bisschen eigenartig sonst, ne? Ein Nachtschrank. Naja, okay. Ein Kleiderschrank soll man noch organisieren. Den würde ich dann hier hinstellen. Dann gucken wir mal, ob wir diese Kommode... Ja, guck mal, die kriegen wir da rein. Kriegen wir die auf? Kriegen wir die Sachen dort einsortiert? Na, offensichtlich nicht. Beziehungsweise möglich, aber wir machen es mal so. Nehmen wir den Hammer mal hier rein, andersrum. Hallo? Würdest du bitte mal da bleiben? Na, offensichtlich auch nicht. Ist ja nicht so, dass wir nicht genug Schubladen hätten. Aber die Kiste kriegen wir da höchstwahrscheinlich nicht rein, oder? Kriegen wir die hier reingestellt? Nee. Okay, na, das gefällt mir allerdings auch nicht so wirklich. Okay, pass auf, dann gucken wir mal, dass wir die so ein bisschen hier rumkriegen. Warte mal, hier waren doch noch... Ne, hier war ja nur ein Bad, ne? Dann stellen wir die hier ins Eck rein. Warum auch immer. Gut, haben wir so einen TV-Schrank, möchten die gern haben. Das kann ich verstehen. Kommt hier hin. Ein Fernseher. Ruhig ein bisschen höher, wenn man im Bett liegt, ne? Ein Ruder, ein Hocker, okay. Noch ein Ruder. Tja, dann hängen wir das doch vielleicht hier hin. Irgendwie finde ich das ein bisschen eigenartig, aber gut. So. Das haben wir. Eine Deckenlampe kriegt ihr natürlich auch. Dann würde ich sagen, verbinden wir das auch gleich mal. Einmal dahin und einmal dahin. Gut. Dann machen wir an. Das ist schön hell. Also dieses Zimmer so, das gefällt mir schon, muss ich sagen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo man das Ding hinstellen soll. So eine Ottomane. Ob die hier direkt vorm Bett stehen soll? Ist okay. So, damit haben wir alles. Wow. Sehr cool. Das gefällt mir. Hier, den Balkon haben wir wieder ordentlich gemacht. Das ist okay. Das haben wir so ein bisschen provisorisch gemacht. Machen wir es auch okay. Die Zimmer sind fertig. Das Bad hier oben brauchten wir ja nicht, ne? Auch gut. Ja, dann würde ich sagen, Zimmer durch. Haben wir diesen Auftrag erledigt. Was wir jetzt natürlich mal vielleicht noch machen sollten, ist erstens mal einen vernünftigen Platz für den Müll finden. Stellen wir mal hier hin. Aufmachen. Danke. Eins, zwei. Naja, Kleinvieh macht ja auch Mist, ne? Bringt halt Kohle. 64, also mal 5 Taler, ne? Naja, haben oder nicht haben. So, schließen können wir doch jetzt. Können wir doch schließen. Sehr gut. Dann sind wir damit durch. Sehr, sehr cool. Ich möchte gerne noch mal hochgehen. Habe ich nämlich vergessen. Man könnte ja auch noch mal ein schönes Bild machen, ne? So, machen wir es so. Oder so. Ich würde sagen, so, wa? Muss sein. Muss einfach sein. Upp. Einmal raus. Türe zu. Fertig ist der Salat. So, Auftrag beenden. 42.090 Taler. Na gucke. Also das hat sich dann doch gelohnt, finde ich. Uiuiui. Bestens vorbereitet.
Schalte alle Werkzeuge frei. Na, das ist doch mal nett. So, dann gucken wir mal. Oh, jetzt haben wir hier wieder lauter Aufträge. Was wollen die hier? Content Creator, okay. Ich habe Verständnis dafür. Schließung. Aha, Holzfällermuseum. Okay, also das sind dann diese neuen Aufgaben, wahrscheinlich die übers Osterevent gekommen sind, ne? Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn? Mein Team zieht hier ein. Machen wir Aufgaben denn? Oder wollen wir hier mal so ein bisschen in unserer Küche hier noch hantieren? Ich möchte ja doch so gern. Ich habe mir das hier, glaube ich, ein bisschen anders überlegt in der Küche. Das packen wir mal dahin. Und das dahin. Und dann verkaufen wir diesen Schrank und diesen Schrank. Und dann möchte ich ganz gern den hier doch nochmal nach hinten setzen. Oh, warte mal. Den Schlüssel müssen wir mal noch hier irgendwie mit platzieren. Weil jetzt kann ich ja endlich diese Säule hier abreißen. Ne? Die möchte ich gerne weghaben. Oh, na toll. Jetzt fehlt uns da eine Fliese. Aber Moment. Ich glaube, ja. Ich war vorbereitet auf diesen Fail. Naja, ist ja kein Fail, aber ja. Und da ist auch noch, wobei, naja, komm, wir machen das einfach mal. Dann ist es ordentlich. Ich glaube, ich möchte hier eine Wand einziehen. Hatte ich ja schon gesagt. Jetzt verkaufen wir erstmal die Sachen, die ich hier nicht haben möchte. Denn das kommt mal alles weg. Und ich glaube, warte mal, wenn wir hier rausgehen. Du kommst weg, du kommst weg und du kommst weg. Ich möchte hier... Entweder machen wir hier von außen eine Tür rein. Ja, das möchte ich. Shop. Laden. Ich möchte hier gerne eine Tür reinsetzen. Und zwar eine Außentür in einer anderen Farbe. Möchte ich die in weiß? Ja, ich glaube, ich möchte die in weiß haben. So, einmal. Nee, können wir die drehen? Ja. Können wir. Ja, das ist schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist gut. Dann können wir hier nämlich mal zumauern. Oh. Oder auch nicht. Oh. Wieso ist das so? Moment. Kann ich? Warum ist das so? Wenn ich die Tür öffne, warum ist das hier so? Okay. Können wir die Tür mal vorübergehend hier hin platzieren? Alles klar. Dann möchte ich, warte, diese Wand mal wegnehmen. So. Das. Dann muss ich das offensichtlich so mauern. Ja, okay, ich verstehe. System erkannt. Tüdelüp, tüdelüp. Ja. Okay. Dann brauche ich meine Tür. Die wollte ich gern hier so haben. Genau. Und dann brauchen wir noch eine Wand. Und zwar schließen wir die hier an. Und ich würde sagen, bis hier. Oh.
Geht nicht bei der Lampen hängen. Ich verstehe. Naja gut, soll uns nicht aufhalten. Na? Dann hänge ich die Lampen gleich mal um. Ich möchte dort halt gern das Büro haben. Na? Sehr gut. Hände. Lampen dahin. Weil ich glaube, dieses Haus werde ich nicht verkaufen. Ich werde es nicht verkaufen. Ich behalte es. Es ist mein Elternhaus. Und demzufolge möchte ich es gern behalten. So, bis dahin, ne? Und los geht's. Baue auf und reiße nieder. Hast du Arbeit immer wieder. Dann können wir nämlich hier auch einen vernünftigen Flur machen. Also den Flur ein bisschen verlängern. Das ist nett. So, dann sind wir oben. Das ist okay. Dann möchte ich ganz gern diese Tür verkaufen. Duplizieren dieses. Und dann setzen wir hier nämlich auch so eine schöne helle weiße Tür hin. Und von außen machen wir das hier eh alles noch ein bisschen schicker, ne? Ja. Das ist okay. Sehr gut. Dann möchte ich ganz gern eine... Nochmal zurück zu Türen. Kann ich Türen... eine Innentür. Und zwar möchte ich gern eine... Wollen wir hier eine Schiebetür hinmachen? Was für Designs hätten wir hier noch im Angebot? So ein bisschen in Grau? Nee, oder? Auch nett. Aber ich glaube, ich lasse es mal so, wie es ist. Die hat dort ihren Namen. Wenn wir die öffnen, dann müssen wir hier einreißen, richtig? So. Das und ich glaube, das hier auch noch, ne? Das kleine. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen vor. Nein! Oh mein Gott. Ach, die ist viel zu weit oben, die Tür. Okay, ich verstehe. Gut, dann machen wir es jetzt einfach mal so und hoffen, dass das dann einigermaßen passt, wenn wir die Tür jetzt mal runtersetzen. Ist natürlich jetzt die Frage, sehe ich das denn? Vielleicht irgendwo von einer Entfernung. Nee, ich möchte die gerne hier hin haben. Ja. Warum geht das nicht? Ach so, ich bin zu nah dran, oder was? Warte mal, da ging's doch. So. Weil hier schon eine Lücke ist, oder wie, oder was? So, na gut, dann ist hier halt auf. Aha. Das verstehe ich jetzt aber nicht so richtig. Kann ich die eventuell mal so einen kleinen Tucken? Ich hätte die gern schon so, dass die hier schließt, ne? Ach so. Nee, doch, müsste ja eigentlich gehen. Mach mal. So, warte mal. So ist sie auf. Dann mach mal zu. Ach so, jetzt ist sie auf. Ach, ich verstehe. Jetzt ist sie auf. Und wenn ich schließe, ist da die Tür. Okay, das heißt, wir müssen sie so platzieren, dass so ist, ne? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier eine Mauer bauen kann. Ja, das kann ich. Das funktioniert. Dann müssten wir hier eine Mauer bauen können. Und die ziehen wir bis... Hallo? Nee, ich möchte so. Und ich glaube so. Ja.
Und dann müssen wir, glaube ich, ein so ein Steinchen hier wieder weghauen. Ich möchte nur dieses eine hier. Ja. Passt das jetzt? Was ist denn jetzt? Doch. Naja, so richtig passt es nicht, ne? Kriegen wir die noch ein kleines bisschen? So. Immer noch nicht. Aber denn es fehlt hier wieder was, ne? Die muss noch einen kleinen Tucken rüber. So. Ja, so ist okay, ne? Gut. Dann können wir uns nämlich hier hinten das noch zumachen. Hier vielleicht so eine kleine Durchreiche zur Küche oder so. Hatte ich mir überlegt. Gucken wir mal. Da müssen wir das Fenster hier ein bisschen verschieben, aber das macht ja nichts. Dass wir denn eventuell einfach die Wand von hier, wollen wir die hier hoch machen? Dahin. Bauen wir einfach mal. Das machen wir heute mal. Gibt wieder eine etwas längere Folge, aber das möchte ich jetzt einfach gerne mal ausprobieren. Dann gehen wir mal von hier rüber. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal zu. Und dann gucken wir, wenn wir da ein Fenster reinsetzen. Vielleicht gibt es ja so ein schönes Schiebefenster. Wisst ihr? Naja, was dann Durchreiche ist, das wisst ihr ja auch. Müsste ich meine Küche dann natürlich an der Wand nochmal neu streichen. Aber das sollte doch gehen. Türen, Fenster. Warte mal, wenn wir hier so ein Fenster Ätna vielleicht machen. Ich hätte das aber gern in einem Weiß. Wenn es das ein bisschen breiter noch gäbe. Fenster Ätna in so. In Weiß. Und ich würde es aber gern drehen. Noch runter ist blöd. Machen wir es mal so. Ja. Machen wir es so oder machen wir es eins rüber? Ich glaube, so eins rüber ist vielleicht gefälliger. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist doch okay, oder? Dann können wir hier aufmachen, ein Käffchen kochen und hier vielleicht, einen Tisch oder irgendwas hinstellen, so einen kleinen Besprechungsraum machen, ne? Wenn die Kundschaft kommt. Das ist ja natürlich alles schmal, das ist klar, aber wir brauchen ja auch effektiv nicht viel. Wir müssen ja nur gucken, dass wir hier so einen kleinen Schrank haben oder so ein kleines Tischlein vielleicht haben, wo wir uns mit den Kunden mal zur Besprechung hinsetzen könnten, oder? Genau, dann können wir hier so eine kleine Garderobe hinmachen. Finde ich, ehrlich gesagt, ganz gut. Ja. Das ist okay. Jetzt gucken wir mal, wie das von der Küche aus aussieht. Ja, das passt hier mit dem Schrank super gut, ne? Habe ich Glück gehabt. Okay, dann müssen wir den aber mal kurz woanders hinbammeln. Dann hängen wir den mal... Warte, da. Dahin. Ach so, warte, dann müssen wir die auch wegnehmen hier, ne? Wenn, dann machen wir das ja zumindest so halbwegs ordentlich. So. Und der kommt dahin. Komme ich jetzt hier hinten? Nein, an meine Farbe ran. Nein, komme ich natürlich nicht. Oh, nee, du bleibst mal da. Du bist wichtig. Farbe. Und die Farbe war ja bis hier. Oh, jetzt muss ich hier mal auf der Seite gucken. So, ne? Dass das dann auch passt. So. Soll natürlich überall auch den gleichen Charme haben. So, aufheben. Dann machen wir hier. Patsch, patsch. Dann hier bis hier. Mhm.
aufheben und hier den Teil. So, passt das jetzt? Ja, das könnte hinhauen, ne? Ne, könnte nicht hinhauen. Wir müssen noch eins runter, oder? Eins müssen wir noch runter. Kann ich nicht einfach mal hier so streichen? So, danke. Patsch. Hallo? Was ist das denn jetzt? Farbränder festlegen. Katze. Streichen. Warum kann ich da nicht streichen? Naja, egal. Müssen wir ja nicht haben. So, da klappt's aber. Und dann machen wir hier bis hier. Und patsch. So. Ne? Haben wir dieses. Aufheben. Warte. Das muss ich überlegen. Was davon sieht man? Wir machen das mal ruhig. Dass wir hier den Bereich natürlich auch... Oh. Fliesen. Vorsicht. Vorsichtig machen. So. Das Fensterbrett und... Ja, das hatte ich auch gefliest. Gut. Nein! Also hätte ich ja, ist egal. Sieht man eh nicht. Das sieht man eh nicht. Aber wir machen mal hier so den Bereich trotzdem. So weit, wie wir jetzt kommen, machen wir. Ich glaube, das sieht man am Ende eh nicht, weil ja eh was davor steht. Also ist es auch eigentlich völlig egal. So, wir packen das hier wieder rein. Dann schnappen wir uns unsere Schränke. So, was ist der Eckschrank? Das ist er hier. Und gucken mal. Das müsste doch jetzt hier alles hervorragend passen. So, du gehst hier hin. Jawohl. Und du kommst wieder, hallo, hier hin. Ja, der guckt so ein bisschen rein in den Raum. Aber das finde ich persönlich gar nicht schlimm. Ich meine, man könnte hier natürlich noch einmal so eine Ecke hoch machen. Aber dann passt das hier mit der Tür schon wieder nicht mehr. Also lassen wir das einfach. Was sagt ihr dazu? So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hängen wir den Schrank hier wieder hin. Dann sieht das auch ordentlich aus. Ja. Na, dann können wir hier schön den Kaffee rüberreichen, wenn wir hier Gäste haben, die uns hier im Renovierungswahn unterstützen wollen. Finde ich in Ordnung. Finde ich in Ordnung. Den Boden würde ich tatsächlich so lassen. Und ich finde auch diese Wandvertäfelung gar nicht so schlecht. Aber es ist halt auch sehr dunkel in dem kleinen Raum hier, ne? Wir verkaufen mal diesen tollen... tollen Heizkörper. Und ich glaube, wir ersetzen auch die Fenster, wa? Dass wir die auch in schön hell machen. Ja. Können wir denn jetzt... Ne, warte, das lassen wir. Duplizieren. Und zwar das Fenster. Wenn wir das hier reinsetzen. Können wir das hier reinsetzen? Das muss noch größer sein, oder was? So ist doch gut. Warum gehst du hier nicht einfach rein? Ah, jetzt. Das ist okay. Und dann würde ich hier ehrlich gesagt... das ist ein bisschen problematisch hier, du. Hallo? Kann ich bitte mal ein Fenster hier einbauen? Warum geht denn das nicht? Warum macht das so Probleme? So, aber das ist doch schon gut so. Warum kann ich das hier nicht einbauen? Es muss weiter runter. Sagt dieser Pfeil dort, oder? Was ist denn da draußen? Kann ich es vielleicht einfach hier hinsetzen?
Warum kann ich ihn das nicht einfach hier so hinsetzen? Okay, pass auf. Wir machen das anders. Wir mauern. So. Wir machen jetzt hier mal zu. Oh Mann, schon wieder 35 Minuten. Ich wollte mit euch ja nur den Rohbau für unser Bürochen hier machen. Aber offensichtlich ist das hier gar nicht so einfach. So, ich möchte das jetzt ganz gerne duplizieren. Jetzt geht's. Und einmal hier hinsetzen. Und dann würde ich, glaube ich, ganz gern hier... Na, warte mal, da ist ein Kamin oder irgendwas. Wollen wir hier einfach nochmal ein Fensterchen hinsetzen, dass das wirklich schön hell ist, ne? Ja, schön auflassen. Dann können wir hier den Rosenbogen bestaunen und begutachten. Wundervoll. Gut, sieht auch aus wie ein Flur hier. Macht aber nichts. Ich würde sagen, wir setzen hier auch einfach mal noch ein paar Lämpchen hin, dass wir uns hier erleuchten. Ich würde sagen, hier war. Ja. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Müssen wir noch einen neuen Lichtschalter machen. Duplizieren. Und den packen wir einmal hier hin. Und ich würde sagen, einmal hier hin. Und dann verpacken wir alles aus der Gruppe entfernen. Und jetzt machen wir mal neu. Du gehst dahin. Und dahin. Ja. Ja, das sollte funktionieren, genau. Das war jetzt der hier. Dann müssen wir hier... Ja. Und einmal neu. Das. Und das. Ne? Gut, das funktioniert. Und die Lampen... Ja, die bleiben bei dem Lichtschalter. Na, die gehen da und da. Und der hat auch nur zwei Striche. Gut, das ist in Ordnung. Hier, die Lampe kann nur da angemacht werden. Das ist auch in Ordnung. Dann würde ich sagen, hauen wir hier einfach mal raus, was wir nicht mehr haben wollen. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge unser Bürochen, um unser Hauskauf- und Renovierbusiness langsam aber sicher auch starten zu können. Die Leute haben in unseren Privaträumen nämlich so gar nichts zu suchen. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, ciao!